Moin Leute, willkommen hier bei Modern Warships. Ja, keine Ahnung, nicht mal habe ich mir gedacht, Montana, it is you, I pick you. Und einfach weil, ach, diese präzisen Kanonen, ich mag es einfach, ich kuffe es einfach, boah. Schiff ist so unpräzise, ey. Volle Breite Schliefen, hat einfach nichts gefressen gefühlt, also. Ein bisschen weit hinten, aber hat funktioniert. Natürlich drehe ich jetzt. Ich meine, komm, die Schliefen ist so schlecht. Also die Hauptbatterie meine ich zumindest. Dass alles absolut okay ist. Wir ein bisschen Seite zeigen, aber guck mal, wie viel Schaden wir machen auf den Jungen mit den präzisen Kanonen. Wie winkelst du an, Junge? Pff, juckt mich doch nicht, Alter. Komm ran. Zeig dir mal, wer hier so die Hosen anhat. Oder die Stahl. Ach, egal, mir auch egal. Aua. Ich glaube, das würde sogar mit der Dingens auch ganz gut funktionieren. Mit der Ohio. Ich muss dazu sagen, aber der macht mir auch echt gut Schaden, der Kollege. Also man darf nur Schliefen und ihre Dingens nicht unterschätzen. Secondaries sind schon krass. Mir aber mehr Angst macht, es sind über die ganzen Torpedos, die da kommen könnten. So, ich meine, die Schliefer hat ja auch diese Schwachstelle mit vorne, also. Von daher sollte ich die auf jeden Fall nutzen. Oh ja, ist festgefahren. Warum kommen da keine Torpedos, frage ich mich gerade. Ja, Doppelfeuer, ja komm. Arsch. Wäre schön, dass ich mit meinen hinteren Türmen noch schießen kann, auch wenn du... Ja, okay. Alter, what the fuck, ey. Wie unfassbar... Oh, da kommen Torpedos, krass. Wie unfassbar geil das ist, mit so präzisen Kanonen in sowas reinzugehen. Du weißt einfach, dass die Schüsse treffen werden. Ja. Oh mein Gott, Kurfürst, ey, wie lange ich an dem Typen gestruggelt hatte, die ganze Zeit Breitseite gezeigt hat. Oder, na, manchmal zumindest. Letztes Mal. Im anderen Video. Und ich jetzt sicher einfach den Typen einfach, obwohl der angewinkelt ist, der die ganze Zeit mindestens über das. Also, ich habe jede Salve war mindestens 10.000 Schaden. Mindestens. Muss das sein? Ach, wir brauchen schon eine sekundäre Waffe. Hier 19 Treffer. Wie viel Schaden war das? War doch bestimmt. Oh, 2000 Schaden. 168 abgeschossen. Ach, Mensch. Alles klar. Was in der nächsten Runde passiert war? Kein Flugzeug, gar kein Flugzeug und keine U-Boote. Ach, U-Boote gibt es, glaube ich, gar nicht wirklich, ne? Gott sei Dank. Das wäre jetzt echt ätzend. Alles klar. Wir sind jetzt hier im Ründchen gegen einen Kurfürsten. Ich würde sagen, Kurfürst hat ein bisschen mehr Respekt vor als Montana. Ich meine, wir können immer noch mit über 30.000 die Preise punishen, aber... Ach fuck, er weiß jetzt nicht, wo ich bin. Und er, naja. Ja, kommt auch von da. Und Wife-By könnten wir machen. Ich habe gute Ruderschelze mit der Montana. Das liegt aber daran, weil ich das legendäre Modul darauf habe, logischerweise. Sonst ist das Schiff auch sehr schwer zu spielen, gebe ich zu. So. 36.000 Schaden, Junge, in dein Gesicht. Gebe zu, ich bin jetzt ein bisschen Damage geil. Ich möchte ihm nochmal was reindrücken, richtig hart. Denke aber jetzt schon mal ein. Ja, Montana ist voll schlecht, ne? Wow. Ach Quatsch, nee, sind nicht. Ist extrem stark. Wenn man weiß, wie man sie spielen muss. Und ich bin ehrlich, das kann ich auf jeden Fall stark behaupten, dass ich das auf jeden Fall weiß.
Zwar nicht gutes Kaliber, aber ist trotzdem ganz gut. So, Breitzeit ist nicht mehr am Start. Jetzt müssen wir die aufbauen und klatschen. So sagen, dass ich echt viel Schaden kassiere, Mann. Seine Secondaries. Alter, diese Sekundärbewaffnung, ey, oh, fick mich hart. Also hat er wirklich, ja, ne? Krass, ne, wie wir einfach, das ist das Problem. Hätten wir gegen eine Montana gespielt, gegen eine Ohio irgendwie so, bei der Breite, die er gezeigt hat, hätten wir ihm locker mit Zitadellen richtig, also deutlich mehr reingedrückt. Eine Yamato, Alter, wir hätten ihn wahrscheinlich Deathstriked auf dieser Range. Weil ich auch nicht denke, also ich frage mich sowieso, wenn jemand Yamato in diesem Modus spielt, ist auch eher so eine, hä, warum? Diesen Modus ist eine Yamato absolut scheiße. Schlechte, also übelst träge das Schiff. Türme brauchen Jahre, um mal umzudrehen. Also das wäre in diesem Modus absolut Schwachsinn. Ah, verdammt. Ja, ich glaube, hätte ich den Turn nicht gemacht. Ich hätte nicht in seine Secondary reinfahren sollen, dann hätte ich es auf jeden Fall geschafft zu gewinnen. Ja. 117.000 Schaden. Alter, die ersten zwei Salben waren über 30k. Das ist... Ich glaube, ab dem Moment, wo ich die beiden 30k Salben hatte, hätte ich rechts wegdrehen sollen. Ja. Ich war mal zu killgeil. Verdammt. Egal. Nächste Runde. So. Und da sind wir auch schon. In der letzten Runde. Wir spielen tatsächlich jetzt gegen eine Kleber. Interessant, wie oft ich überhaupt Kleber in diesem Match auch sehe. In diesem Modus. K3. Macht aber natürlich Sinn. Schiff ist ja gut zum Pushen, klar. Mache ich aber erstmal auf HE geladen. Weil ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir einfach mit... Nee, aber HE ist besser. Einfach um halt seine Torpedos komplett wegzuklatschen. Denn sind wir ehrlich, Schlachtschiff. HE ist übelst tödlich für alles Mögliche, was klein und wenig Panzerung hat. Dementsprechend, ich meine, ich werde gleich sofort aufgedeckt sein, das ist klar. Ich werde extra weit weg von den Inseln sein und dann, damit er möglichst nah ran muss bei mir. Ich muss auf jeden Fall auch in den Punkt reinfahren, weil nicht, dass er durch Punkte gewinnt oder so. Und das Gute ist tatsächlich, dass es hier in diesen in den Punkten, die man einnehmen muss, keine Insel gibt, wo er sich verstecken könnte hinter und die ganze Zeit so... Dreckig Spiel, das wäre echt lame. Okay, er ist auf dem Weg nach links. Was ich ganz vergessen habe, ist das Ding, wo ich einfach Gunbooten kann. Das ist auch echt ätzend, so zugeben. Meine Türme sind echt extrem langsam, also meine Schüsse. Dementsprechend kann auch easy meinen Schüssen ausweichen eigentlich. Kann sich nicht heilen.
Okay, er schießt die ganze Zeit auf mich. Ich glaube nicht, dass er bis jetzt irgendwie auf irgendeine Weise Torpedos geworfen hat. Ein 8 Kilometer Reichweite damit. Bitte? Schmerzt mich jetzt zu sehen, dass ich da nicht getroffen habe, ey. Das ist ein Scherz. Es ist so viel schwerer, ey. So, man. Wie soll ich lieber doch auf AP laden? Das Gefühl. Ich glaube, der Schaden. Aber wieso man denn auf Range mit einer. Soll ich den auf Range treffen, ey? Der wird sofort weglenken, abbremsen, dann habe ich keine Chance zu treffen. Das ist Quatsch. Okay, ich muss jetzt meinen Hex auspacken. In Klammern, ich muss mich erstmal anstrengen, weil Hex habe ich nicht. Hackt überhaupt jemand in diesem Game? Ich habe keine Ahnung. Wer hackt schon in so einem Game, ey? Das ist Schwachsinn. So, vorgehalten sehr weit. Ach, ich glaube, der müsste jetzt getroffen werden, ganz gut. Baby! Lecker. Ah, ich muss aber keine Sorgen wegen Torps haben. Er wird mich auch die ganze Zeit zurücksetzen, aber ich bleibe hier einfach sitzen, damit er keine Punkte bekommt und so nicht gewinnt. Das ist okay für mich. Ich mache einfach Rückwärtsfahrt die ganze Zeit und komme ihm so immer wieder ein bisschen näher. Und solange er nicht in 8 Kilometer Range ist, bin ich eigentlich guter Dinge. Der braucht echt ewig, um mich halt down zu bekommen mit seiner Art zu kämpfen da. Herr Bames bremst immer meine Schüsse ab, weil ich so weit vorhalten. Der ist so schnell, der Junge, der bremst immer ab. Das macht, er macht immer das Gleiche. Brennt jetzt sogar zweimal dauerhaft, kann das sein? Oder einmal? Ein oder zwei Dauerfeuer? Ich glaube, es sind sogar zwei, kann das sein? Ja, so groß ist die Map, mein Freund. So groß ist die nicht, mein Freund. Soll mal rankommen hier. Ah, ich habe nur zwei schießen können, schade. Drei. Na ja gut, das war jetzt was. Schlecht. Ach ja. Er hat mal aufgehört zu schießen. Dann nehme ich mal ein und gewinne so. Ist cool. Danke. Okay, der hat noch 5000 Leben ungefähr. 5300. Der Junge hat nämlich 25.000 Leben gehabt ungefähr. 25,400, ne? 900. 25,900. Okay. Und dass der eine Schuss so dreckig gestreut ist, war schon echt glücklich für mich. Ich nicht mehr wenig, nicht mehr viel Leben. Ich habe ja sogar die beiden Punkte eingenommen. Dementsprechend habe ich ihn sogar überholt, jetzt was Punkte angeht. Das heißt, er kann jetzt nicht mal mehr abhauen. Das hätte er sowieso nicht, aber hey. Ich habe das Gefühl, der fällt jetzt straight auf mich zu. Deswegen einmal Blindshot da, wo er hin vor gerade. Na, schade. Ja, doch, safe Torpedos geworfen. Egal, er ist tot. Er hat das safe Torpedos jetzt geworfen. Mal eine andere Kleberspielerweise. Wenn die Map größer gewesen hätte, hätte ich das auch gut machen können, aber das ist aber das Ding, weswegen ich es kacke finde, dass man in der Keilerei diese große Map hat.
wo ich gegen Flussjäger gespielt habe und gegen die Kleber davor mit der Schliefen. Denn dadurch gibst du halt diesen Schiffen diese Möglichkeit, auch so ekelhaft dreckig spielen, weil die Kleber halt jetzt dann auf dieser großen Map echt einfach die ganze Zeit auf Max Range gammeln können und mich einfach zu Tode farmen können, ohne wirklich mehr Probleme zu haben. Weil gut, ich hätte ihn auch abgeschossen und hätte hier und da natürlich auch getroffen, da, weil irgendwann gewöhnt man sich auch dann natürlich an, wie der Typ spielt, wie er ausweicht, weil er hat ja immer abgebremst und dann nach rechts gelenkt. Also von daher, ich meine, in manchen Situationen war einfach, wenn er hätte einfach nur Vollspeed, gef einfach nur Vollspeed gefahren, hätte er mich wahrscheinlich, meine Schüsse wahrscheinlich outrun, also weil er zu schnell war, hätte ich wahrscheinlich gar nicht getroffen. Soll man das so sagen, also das ist also die Sache, also. Aber Flugzeugträger, deswegen, wenn du auf so einem Fundament gegen Flugzeugträger spielst, die so klein ist, hast du auf jeden Fall Chance. Dann finde ich das gar nicht mal so schlimm gegen Flugzeugträger spielen. Ist natürlich immer noch unfair, weil der Flugzeugträger stark ist, viel stärker als alles die andere. Flugzeugträger sind OP. Ja. Genauso wie U-Boote. Dementsprechend wäre es natürlich trotzdem unfair, aber es wäre auf jeden Fall deutlich einfacher, dagegen zu kämpfen. Weil dann wirst du ihn viel früher sehen, du wirst, wo sein Flugzeugträger kommt, du kannst da hinfahren und ihn klatschen. Dann würde ich sogar sagen, auf so einer kleinen Map wäre sogar ein Flugzeugträger im Nachteil. Deswegen gibt es wohl nur Flugzeugträger auf großen Maps, weil ich habe bis jetzt, ich glaube, nur Flugzeugträger der großen Map gesehen, ne? Ja. Kann sein, dass es daran lag, dass ich nicht oft gesehen habe. Keine Ahnung. Na gut, das war aber auf jeden Fall ein gutes Match von dem Kollegen auch. Der hat sich echt bemüht. Hätte easy gewonnen, wenn ich einfach nicht reingerannt wäre und dann hätte er mich die ganze Zeit torpedieren können und dann wäre ich in seine Torpedos reingefahren, auch wenn er nicht in Range gewesen wäre. Einfach seine Torpedo-Reichweite reingefahren, hätte dann die ganze Zeit gefressen und so hätte er auf jeden Fall gut gewinnen können. Ich bin extra an dem Punkt drin geblieben, einfach damit die Punkte nicht laufen und er halt irgendwie mich halt mit seinen Kanonen und er auf jeden Fall auf Abstand bleiben muss. Oder er blieb ja auf Abstand, wäre ja dementsprechend halt näher rangekommen, wäre ich natürlich aus dem Cap rausgefahren vielleicht. Aber naja, wahrscheinlich wäre ich dann, nee, nein, ich wäre dann drin geblieben, hätte dann gewartet, bis ich ihn halt komplett sehe. Denn auf 8 Kilometer, das ist deutlich einfacher, eine Kleber zu treffen als auf 12 oder 13. Dementsprechend hätten wir dann wahrscheinlich auch mit der Montana-Präzision übelst hart eine reingedrückt und dann wäre es wahrscheinlich sogar schneller tot gewesen im Nahkampf. Wahrscheinlich war er deswegen auch im Fernkampf. Aber wäre es jetzt gegen einen Stealth-Zerstörer gewesen, der jetzt wirklich gute Erkennbarkeit hat und so, der hätte uns einfach die ganze Zeit torpen können und dann hätten wir auf jeden Fall verloren. Also, da hätte man nichts machen können. Wir hatten auf jeden, also ich hatte auf jeden Fall Glück, dass er ein Kleber war. Aber irgendwie wiederhole ich mich immer. Ich lasse es einfach. Ich habe es ja tausendmal erzählt. Ich werde es nicht nochmal sagen. Ist auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, jetzt das letzte Mal, dass wir Kerlei spielen. Können ja mal ein bisschen zu volles Gefecht oder so mal schauen. Alles klar. Gut, dann, wie wir dafür sind, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.